Hier können wir das Ding aufladen. Können wir nicht. Okay, was machen wir hier? Ich dachte, das ist Aufladung für die, für das Gerät hier. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Und schon frisch hat der Feind lautet uns. Bombarde lässt dich dann raus. Okay, das Zurückkommen ist jetzt das Problem. Wenn ich nicht einfach durchrennen lassen. Verdammt, nachladen. Oh, wollte einfach durchrennen. Zwar nicht wirklich, wo es lang geht. Das gehen wir schon hin. Heilung, 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 Heilung. Nach oben kann ich grundsätzlich falsch sein. Anklopfen. Gut gemacht, Blaze. Was mal wieder geschafft. Komm! Alle sind versammelt. Dämon rote Rede. Einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Hey! Ja! Herein, Captain! Tja, traurig das. Wenn man nur Begriffnis weiß. Ich! Ich konnte es nicht, okay? Das ist zu viel! Caroline hat mir mehr bedeutet als jeder sonst auf diesem verfluchten Boot. Und jetzt wird erwartet, dass ich das Zepter übernehme! Kapiert? Schauen Sie mich doch an, ich kann nicht mal Kopfhörer finden! Im Führungskurs in Harvard bin ich durchgefallen, verstehen Sie? Ich habe sie hier irgendwo hingelegt. Wo zum Teufel sind sie? Ah! Und dann auch noch dieses verdammte Klingeln. Scheiße! Sie können nicht aufgeben, Wyatt. Das tun wir nicht. Ich bin nicht dumm, Captain. Ich habe ihre Augen gesehen, als Frau Engel sie in ihrer Gewalt hatte. Denn das Feuer ist weg. Und sie fahren jetzt auf Autopilot, bis nichts mehr geht. Habe ich recht, Captain? Ach, dieser Wald. Ich hab hier ein paar Sachen von Jay aus dem Berlin-Versteck. Alte Aufnahmen und so, nur als Andenken.
der hat einen echt heißen Draht gespielt, was? Ja. Ja, er mochte es laut. Wir sehen uns dann, Wyatt. Bis später, Cap. Hey, Captain. Gehen Sie zu Seth. Er wollte Sie nochmal untersuchen und sehen, wie es Ihnen geht. Ich glaube, er ist in der Werkstatt. Ich glaube mit... Er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Mit zwei, also wenn wir Fergus gerettet hätten, in Teil 1, wenn ich nochmal die Möglichkeit gehabt, aber ich wollte es so durchspielen, wie ich es in Teil 1 gemacht habe. In Teil 1 habe ich auch schon mit Fergus gespielt, mit Mike gespielt. Wenn wir Fergus gerettet hätten, hätten wir bestimmt einen besseren Kämpfer gehabt, der an unserer Seite ist und der mit uns kämpft und tapfer ist. Ich finde, er hat ein bisschen was, macht ein bisschen Menschliches rein. Der bringt ein bisschen den menschlichen Aspekt rein. Daher. Konzept aus. Okay. Wir schauen uns hier erstmal sorgfältig um. Shooting Range, Ammo Depot. Hier gibt's Waffen. Wir vor allem gucken, ob es wieder so ein hübsches Secret gibt. Okay. Du willst Fangen spielen, was? Shooting Range. Okay. Die Drohne. Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Oha. Können wir schießen üben? Wir sind hier Metall. Aufsteller drin. Das ist ein Trainingsbuch, da gibt es hier Zeiten. Müssen wir mal machen. Mal den Knopf drücken. So. Hier runter geht's. Okay, das ist bei 0 hier. Das war nochmal von vorne.
Okay. Ah, hier. Ich verstehe noch nicht so ganz. Können wir jetzt? Tja, seltsam. Schießen üben. Okay, klar. Der hat uns schon geschossen. Nachladen ist immer ganz wichtig. Kommen. 62 Punkte habe ich. Hübsch. Hi Captain. Okay. Hallo Captain. Nicht aufgeben. Es gibt noch viel zu tun. Milvara. Okay. Jetzt Labor, da wollen wir nicht hin. Weit und dann, ja. BJ und Anja. Ah, okay. Das ist unser Quartier. In die Bett können wir nicht. Und ich wollte schon Stein 3D spielen diesmal. Maxas! Max ist beim Schwein. Siehst du mich aus, Mädchen? Bitte, Rosa. Okay, womit? Apfelhut. Ja, Bombarde. Ich hätte Max niemals mit dem Schweinchen spielen lassen sollen. Die Grillparty können wir wohl vergessen. Das stimmt wohl. Wo wohnt hier Max Hass? Max liebt seine Wachsmalstifte. Max Geburtstagskarte. Alles Gute zum Geburtstag, Max von Klaus. Oh. Der Klaus, den haben wir Teil 1 verloren. Die Kekse können wir für das Schwein nicht mitnehmen. Okay. Erstmal ordentlich erkunden. Tun wir nicht rein? Tupfwiesenau.
Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Das macht vielleicht Wyatt. Doch nur als eine Übergangslösung? Bis wir jemand Passenderen gefunden haben? Was weiß ich schon. Ach, Wyatt. Gerade zum inneren Kreis. Mio Dio. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Können wir rausgucken? Da ist Wasser. Hallo, Captain. Ciao, Captain Blazkowicz. Oha. General Engel zerstört Versteck amerikanischer Terroristen. Washington, 24. Juni 1961. Ein offizieller Sprecher des Ausmerzers gab gestern bekannt, dass General Engel erfolgreich ein Versteck suchte Terroristen in den Rocky Mountains nahe Denver zerstörte. Die feigen Terroristen waren seit Jahren auf der Flucht, nachdem sie bei einem Bombenschlag auf eine amerikanische Mittelschule 58 unschuldige Kinder töteten. Bei dem von General Engel befehligten, äußerst präzise durchgeführten Bombardement wurden alle Terroristen getötet. In einer Pressemitteilung dankte General Engel unserem geliebten Kanzler für seine ewige Weisheit und seinen Rat, die Region in der Nähe von Denver zu untersuchen. Weiterhin teilte sie mit, dass es patriotischen Bürgern zu verdanken sei, dass die Terroristen ausfindig gemacht werden konnten. Es ist wichtig, dass wir die unerwünschten Elemente unserer Gesellschaft entfernen, damit wir in Frieden leben und nach Größerem greifen können, das für uns bestimmt ist. So General Engel in einer Ansprache zu Beginn ihrer Terroristenjagd, die vor einem halben Jahr begann. Jemand hat mit blauen und gelben Wachsmalstiften eine alberne Bulle, einen großen Schnurrbart und eine Pfeife aufs Gesicht von General Engel gemalt. So muss es. Okay. Wo sind wir gelandet? Caroline. Caroline. Das Zimmer ist jetzt erstmal unbewohnt. Notizbuch. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alles weg. Wie nie gewesen. Junas Postkarte. Caroline, irgendwelche Geräusche aus den Katakomben haben mich aufgeweckt. Du redest im Schlaf, wusstest du das? Ich konnte es nicht verstehen, aber es klang lustig. Ich stecke diese Karte, die ich gefunden habe, in deinen Anzug und hoffe, dass du sie erst viel später finden wirst. Ich wollte mich bei dir nur für alles bedanken, egal was geschehen wird. Sie können uns nicht aufhalten. Juna, auf der Passkarte sind keine Briefmarken. Okay. Carolins Tagebuch. Nachdem BJ General Strass getötet und die Gefangenen befreit hatte, war die Forschungsabteilung des Regimes lahmgelegt. Es hat ihre Fortschritte in die Technologieforschung verlangsamt. Falls er aufwachen sollte, werde ich ihn immer wieder daran erinnern, dass wir ihm auf ewig dankbar sein werden. Das Regime ist demoralisiert, demütigt. Aber das genügt nicht. Wir brauchen mehr. Die Pariser Mission war in gewisser Hinsicht ein Erfolg. Es war der erste Schritt, mit dem wir einen Boden gewonnen haben, um es global mit dem Regime aufnehmen zu können. Ich wünschte bloß, dass ich Juna irgendwie helfen könnte. In den letzten Tagen ist der Ausmerzer beunruhigend nahe gekommen. Ich muss mit Seth darüber sprechen. Caroline. Das müssen wir jetzt wohl für sie übernehmen. Die Hammerfaust. Ein schönes Zuhause für uns, Caroline. Sie lagen immer richtig. Cantina.
Oh. I didn't know. Joe Sharp. Oh Gott. Anya. Was ist das denn? Ich kann nicht aufhören. Was? Erdnussbutter? Erdnussbutter. Wow. Ich hab noch nie Erdnussbutter gegessen. Ich hab's schon mal gekostet. Es ist, naja. Ich mag Erdnussbutter nicht. Da bin ich kein Fan. Haben Sie den zweiten Abgasfilter von Hass 2 geprüft? Natürlich, Miss. Und Gabriela. Er hat immer, was er verspricht. Bueno. Repariert? Nein, Miss. Nicht. Was ist alles? Die Filter war nicht kaputt. Wir brauchen mal ein Kabel. Kartoffeln. Können wir das Schwein füttern? Wiesen, oha. Hallo, mein Freund. Anna Wolanska. Okay. Schön, Sie zu sehen. Oh ja, bleiben Sie stark. Das Buch der Zukunft enthält viele. Franzine Della Croix. Hallo. Ein Bier bitte. Bärenbier. Spiel den Klassiker. Wir können wahrscheinlich gleich Wolfenstein 1 spielen, also Wolfenstein 3D. Ich schaue mich erstmal noch um. Maria Laurent. Vater Jacques Brief. Paris, 10. November 1946. Liebe Maria, nachdem du ausgezogen bist, ist es einsam in unserem Haus geworden. Du hast dem Haus Wärme und Atmosphäre verliehen, die mit dir ausgezogen zu sein scheinen. Ich kann auch nicht mehr reden, nicht mehr lesen. Meine Mutter und ich denken die ganze Zeit an dich. Mach dir keine Sorgen, wir sind glücklich und vor allem stolz, denn du hast so viel vor dir. Es gibt für dich so viel zu sehen, zu lernen. Du musst dich jetzt auf dein Studium konzentrieren. Erzähl uns, wie das Leben in Toulouse ist. Beschreibe deinen Alltag. Wir wollen alles hören. Hast du die Nachrichten über Germanien gehört? Dieser Hanswurst wird bald weg vom Fenster sein. Die Leute müssen seiner Tiraden überdrüssig werden. Ich erwarte, dass er innerhalb eines Jahres Geschichte ist. Na ja. Hi. Hallöchen. Jetzt zu Cantina. Ich komme gleich wieder. Das macht's Hass hinter, ist es. Hier, können wir das Schwein füttern. Ist jetzt zufrieden, Schwein? Mission abgeschlossen. Füttere Rosa. Okay. Ich glaube, da wird es noch Probleme geben. Das Schwein essen wollen und macht so, was der Wien hört. Ja, Mr. Stubbins. Deshalb nehmen Sie Ihre Pillen, auch wenn der Kopf wehtut. Hier wären wir wieder. Ja, ich sehe schon, was wir da haben. Ja, hallo, Captain. Ich muss aber gerade mal die Aufnahme beenden. Muss mal hier zwischenspeichern. Den Flipper haben wir ja auch. Out of order. Und wir spielen das gleich bei der nächsten Aufnahme, wenn die startet. Ich mache eine kurze Aufnahmepause. Beziehungsweise eine längere Aufnahmepause. Bis gleich.
Da spielen wir hier Wolfstone wie die Miethans gegen Festung. Okay. Na, da haben wir es. Sehr schön. Machen wir gleich am Automaten. Aber erstmal kurz Pause. Bis gleich.